Bitteschön. Dieses Beeinflusserungen, dass man vielleicht bei Allah gar nicht als Muslim zählt, vor allem wegen den ganzen Tekfiris, die im Umlauf sind. Und weil jetzt jeder sich den Weg des Salaf zuschreibt, aber trotzdem sind ja viele anders. Also es werden immer mehr, merkt man ja. Mhm. Wie unterscheide ich zwischen einem, der auf dem Takfir-Weg ist und einem, der auf dem Weg der Sunna ist? Du solltest wissen, der auf dem Takfir-Weg ist, sein Dalal ist klar. Sein Irrweg ist klar. Das ist eine Person, Achil Karim, der ein mangelndes Verständnis von der Religion hat. Er kann dir mit einer Ayah kommen und er kann dir auch mit einem Hadith kommen. Aber er hat das nicht verstanden. Du unterscheidest ganz einfach. Schaut mal, was die Sufis und die Rawafid anbelangt, die Schia, bei ihnen sind Personen, die sie als Gelehrte sehen, wichtiger als Kitab und Sunnah. Richtig? Und die Anhänger folgen ihnen. Das heißt, diese Leute, die den Sufis und Rawafid folgen, sie vernachlässigen Koran und Sunnah und nehmen ihre sogenannten Gelehrten als Maßstab. So. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Und folgt dem, was euch von eurem Herrn offenbart worden ist. Koran und Sunnah. Und folgt niemand anderen unter ihm. Alles ist unter Allah subhanahu wa ta'ala. Und folgt niemand anderen unter ihm, wie wenig ihr nachdenkt. Das sind zum Beispiel die Sufis und die Schia. Was die Takfiris, die Khawarij anbelangt, so haben sie eine andere Methode gehabt. Sie kamen mit Koran und Sunnah, aber haben nicht von wem das Verständnis zugrunde gelegt, von den Sahaba. Sie sagten zum Beispiel zu Ali ibn Abi Talib radiallahu an, in il hukmu illa lillah. Das Urteil gehört nur Allah. Was wollten sie damit sagen? Ja Ali, du regierst nicht mit den Gesetzen Allahs. Haben sie eine Ayah gebracht? Sie haben eine Ayah gebracht. Sie haben Ayat gebracht und sie haben Hadithe gebracht. Aber was war jetzt ihr Mangel? Wie ist das zu verstehen? Weil bei den Khawarij gab es niemanden, der von den Leuten des Wissens war. Ibn Abbas, radiallahu anh, als er zu ihnen eingetreten ist, er sagte, ich sah niemanden von den Sahaba bei ihnen. Alle, die von diesem Weg Khawarij waren, waren Leute gewesen, die kleine Kinder waren. Sozusagen im Vergleich zu den Sahaba radiallahu anhu. Und daher unterscheidet. Die einen haben was gemacht? Sie haben was über Koran und Sunna gestellt? Ihre Gelehrten. Und die anderen haben Koran und Sunna genommen, aber wen vernachlässigt? Die Gelehrten. Ahlus Sunna nehmen Koran und Sunna mit Verständnis der Gelehrten. So. Heute haben wir eine neue Bewegung. Abu Hinterlistig und Abu Lügner, Abu Kadhab, der tut so, als ob er von den Gelehrten nimmt. Aber er verdreht die Wörter der Gelehrten, weil die Masse, Achil Karim, sie haben auch nicht viel Wissen. Sage ich dir ganz ehrlich. Und sie können kein Arabisch und kennen die Grundlagen nicht. Er verdreht die Wörter der Gelehrten, versteckt sich hinter den Gelehrten und tut so, als ob er auf der Wahrheit ist. Und dann kommt er mit sehr merkwürdigen Sachen. Er sagt dir, derjenige, der sagt, dass es ein Ikhtilaf bei den Gelehrten gibt, derjenige, der nicht betet, ist Kafir oder nicht Kafir. Wer sagt, es gibt ein Ikhtilaf? Gibt es ein Ikhtilaf? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Ah, der sagt, der gehört zu den Murji'a. Und sogar die Mehrheit der Gelehrten sagt, derjenige, der nicht betet, ist noch Muslim. Der sagt dir was? Der ist Takfiri, von den Rulate Takfiriin sogar, von den Übertreibern. Der sagt dir, der ist Murji'i. Derjenige, der dir sagt, es gibt kein Udhr, keine Entschuldigung bei Unwissenheit, sagt, wer der sagt, dass es eine Entschuldigung gibt, gehört zu den Murji'a. Der hat, Achil Karim, diese Übertreibung im Takfir, aber er muss das irgendwie anders präsentieren. Er kann nicht sagen, ich bin Takfiri, weil dann würden die Leute ihm nicht folgen. Sondern er verkleidet das mit Wörtern von Gelehrten, die eigentlich etwas anderes sagen als er, und bringt den Leuten bei, das ist der richtige Weg von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Aber Wallahi, einer, der nur 2-3 Stunden gelernt hat, der weiß, dass dieser von den Übertreibern der Takfiris ist. Und ein übler, hinterlistiger Lügner durch und durch. Sag ihm, komm, wir rufen die Gelehrten an.
Und dann werden wir sehen, ob das, was du sagst, von den Wörtern von Ahlus Sunnah, deswegen sage ich euch, bleibt immer auf dem Weg der Gelehrten. Nicht versteckt euch hinter Gelehrten, indem wir ein, zwei Wörter... Guck mal, wir haben damals einen gehabt in Berlin, der hat sich hinter den Wörtern von den Gelehrten ebenfalls versteckt. Aber der war in der untertriebenen Version, die heute sind auf Weg von Takfir. Aber der, vor dem ich gewarnt habe, der war auf dem anderen Weg. Und so erkennst du sie. Achil Karim, sind die Gelehrten da oder nicht? Ja. Salam alaikum, ya alim. Es gibt einen Dal-Modell, der erzählt, dass derjenige, der sagt, es gibt Ikhtilaf bezüglich des Hukum, bezüglich des Urteils über denjenigen, der nicht betet. Der sagt, wer sagt, dass diejenigen, die nicht beten, noch Muslime sind, sind Murji'a. Was sagst du zu denen? Deswegen haltet euch an Leute von Ahlus Sunnah. Schaut mal, diese Leute, wer von euch praktiziert länger als 10 Jahre? Haben wir nicht damals diese Leute immer gehabt, diese Welle? Könnt ihr euch erinnern? Einmal kam damals Millat Ibrahim. Der eine, der Handgranate auf den Tisch hatte und hinter sich eine Kalaschnikow, und so hat er das gemacht. Bani hat viele in der Aqida. So. Und Handgranate neben ihm. Ich glaube, die ist einmal losgegangen, weil anders kann ich mir nicht erklären, was seine Wörter sind. Gab es die oder gab es die nicht? Ja oder nein? Ich frage euch. Hat er dir Beweise gebracht, ja oder nein? Haben wir noch was von ihm gehört? Dann kam ein anderer, ich will seinen Namen nicht erwähnen, der hat auch immer gesagt, Kufr bit Tawud, die Gelehrten und Tawarit und bla bla bla. Jetzt hat er 10 Jahre bekommen. Möge Allah uns bewahren. Wer die Gelehrten angreift, weil Ibn Asakir rahimullah ta'ala sagte, Luhumul ulama'i masmuma. Das Fleisch der Gelehrten ist giftig. Fass es nicht an. Sowieso, wenn du über einen Riba machst, lässt das über einen Normalen, das ist schon schlimm. Aber wenn du dann noch über einen Gelehrten schlecht redest und ihn niedermacht und du kennst den nicht, das ist noch übler. Der hat immer gesagt, der ist Kafir. Zum Schluss, als er im Gefängnis war, hat er selber wie viele Anwälte genommen? Nicht einen, sondern 2. Wo ist dein Hukum? Und wo ist dein Kufr betarut? Aber als die Leute das gesehen haben, die haben gesehen, das sind Leute, die spielen mit ihnen. Aber manche, Achil Karim, die haben einfach hier eine Schublade, die fehlt. 90% der Takfiris sind psychisch krank. Frag mich. Ich habe mehr als genug mit diesen Leuten zu tun gehabt. Wallahi, die sind psychisch krank. Einer kam zu mir, der meinte so zu mir, ich habe Falsches gemacht, ich habe über dich Takfir gemacht, Abul Bara. Bitte verzeih mir, Abul Bara, dies, das. Habe ich ihm gesagt, khair, inshallah, ich verzeih dir für Allah. Ein paar Tage später hat er wieder Takfir. Ach, die sind krank. Wallahi al-Azim, die sind krank, diese Leute. Überlegt mal, einer hat kein anderes Problem als Erdogan. Ist das dein größtes Problem? Ist das dein größtes Problem? Und da sagen sie dir, das hängt davon ab, ob du Muslim oder nicht bist. Er hat diesen Erdoganismus, Turatitumismus. Verstehst du? Das ist in seinem Kopf. Der kann nicht leben. Wenn er morgens aufsteht, der Wecker klingelt. So. Das ist seine Einstellung. Ach, diese Leute sind krank. Wallahi al-Azim, krank. Einfach krank. Man kann ihnen nichts anderes sagen. Und kümmert euch nicht um die. Wisst ihr, warum sie euch so viel vorkommen? Schaut mal, die Ahbash zum Beispiel. Ahbash sind zwischen Beirut und Berlin. Die sind insgesamt 7000. Kennt ihr die Ahbash? Wenn du von allen Sekten das Übelste nimmst, hast du die Ahbash. Die haben alles. Die haben Takfir, die haben Sabbu Sahaba, die beschimpfen die Sahaba, die haben Götzenanbeter, die haben alles. Komplett. Sektencocktail nenne ich die. So. Diese Leute sind 7000 Mann. Aber weil ihre Taten und Handlungen so übel sind, sind sie über der ganzen Welt verteilt worden. Aber normalerweise, wie viel sind sie? 7000, die Takfir ist genauso. Das sind Leute, Achil Karim, die sind so, ich bin Khalif, du wusstest es nur noch nicht. Weißt du, die haben diese Einstellung. Wer hat mir die Frage gestellt? Okay. Auch ein bisschen so, wenn man Einflüsterungen bekommt, obwohl man eigentlich gar nicht diese Ideologie folgt, weil man spürt direkt diese negative Energie. Ja. Aber man kriegt Einflüsterungen. Du bleibst immer mit den guten Leuten von Ahlus Sunnah. Und sobald du eine Schubha hast, rufst du einen Wissenden an und der vertreibt sie dir. Hast du jetzt gerade eine Waswasa? Nein. Tarotismus. Siehst du, das ist die Sache. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das war schon eine lange Antwort.